Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 4. Ja, unser Rohrschneider kurft mal wieder in seinem Lieblingsloch rum. Ja, Tunnelbuddeln, Tunnelbuddeln. Er will sich keinen Tunnelbohrer bauen, weil die nächsten sind zu teuer, also macht er selber. Ja, oh, was habe ich hier? Diamantohr von Greg. Ja, haben wir auch schon drei. Ich habe hier ein paar mehr als drei. Aber wenn das jetzt so eine Ader ist wie beim Emerald, haben wir ausgesagt. Das ist scheiße. Ja, aber ich glaube, an dir kommst du nicht so leicht ran wie an den normalen Diamant-Ors, oder? So, und wer sich gerade fragt, wer noch da ist, unser Brutus ist mir wieder da. Ja, Ja, oder immer noch. hallo. Wir haben ihn wiedergefunden. So, Bin noch nicht abgehauen. Nein, wir geben dir jetzt ja auch leichte Aufgaben. Okay, Kohleohr von GregTech ist hier auch. Wir haben nichts mehr zum Essen. Haben wir nicht? Bau dir mal einen Juicer. Den Juicer habe ich schon. Ich habe sogar, glaube ich, zwei. Ja, ich kann sogar Ah, Brutus ja. einen geben. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen habe. Ich hatte, glaube ich, mal einen. Hat Schau meinen mal, Rucksack. ob du einen hast, weil dann weiß ich, wo meiner zu viel herkommt. Ne, im Rucksack habe ich keinen. Okay. Dann können wir schon mal bei Brutus Baustelle vorbeigucken. Ihr habt mich bestimmt beklaut, als ich da Genau, weil du vor allem hier als ewig nicht da Leiche war. rumliegst oder so. Genau. Falsches Spiel, Protoss. Ach Genau, so, das ist okay. arg. Er hat so lange nicht mehr mit uns gespielt, dass er schon vergessen hat, was in welchem Spiel ist. Ja, ja, Genau. ja, 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 ja. Ja, wir vergessen, weil wir zu viel aufnehmen. Bitteschön. Dankeschön. So. So, dann geht's mal zurück. Ach, Schlafsack hast du auch noch nie, ne? Nein. Hast du da auch drei von? Nein, aber ich baue mal schnell ein. Ach, hast gesagt, der ist ja noch billig, genau. Richtig. Billig Brauchst ist. doch keine Synthetikfasern. Vor allem, ich weiß mittlerweile das Schlafsackrezept auswendig. Das ist ganz fürchterlich. Ja, das Fürchte nicht. würde mir zu Das denken glaube ich geben. auch, den haben wir, glaube ich, in letzter Zeit auch so oft schon gebaut. Ja, auf dem Testserver hier. Ja, also ist ja immer. Love Habe sagt ich von trotzdem erstmal was? oben. Ja. So, ich benutze mal den neuen. Den alten kriegt er. Ach so, hast schon reingepupst. Nee. Ja, warm gelegen. Leicht verbraucht. Das wäre es ja auch noch, wenn der Schlafsack sich verbrauchen würde. Also rein realistisch gesehen tut ein Schlafsack sowas. Ja, Ja, aber unsere aber. ist neueste Generation von Bautechnik. Nein, das ist noch alte Handwertarbeit. Oder ist das? Also Nanogewebe. Früher sind die Sachen auch nie kaputt gegangen. Alte Handwertarbeit, also Nanogewebe. Richtig, weil wir sind inzwischen in der Zeit zurückgereist. Da guck dir mal eine Waschmaschine von früher an, die lief 30 Jahre heute. Du kannst froh sein, wenn sie 3 Jahre funktioniert. Ja, Du das musst froh stimmt sein, wenn die allerdings. Trommel rund ist. Ich muss sagen, toi toi toi, auf Holz geklopft, meine läuft seit 8 Jahren ohne Probleme. Meine läuft seit 2000, aber ich sage das nicht so laut, dass es nicht hört, dass er von mal sagt, Ja, blöd. eben stell dich, das ist So, aber ich baue mal was ganz Neues. Da habe ich mich nämlich ein wenig damit auseinandergesetzt müssen. Und zwar für unsere Schenke, wenn wir mal irgendwann eine bauen. Oh, wow, ich konnte eine bauen. Sehr schön. Und zwar von Pam gibt es schöne Sachen. Die kennt der Brutus, glaube ich, noch gar nicht. Oder hat sie noch nie in der Hand gehabt. Noch nie nicht. Nee, nicht. So, ich muss nur noch finden. Ich muss es nur noch finden. Es ist da. Und Oh, zwar. ernsthaft jetzt hier? Schwarzen Granit gefunden. Wahnsinn, wir haben keine Strings mehr. Natürlich. Ich muss natürlich jetzt rüberlaufen oder rüberfliegen. Weil wir haben zu Hause keinen Karten mehr. Geh mal rüber zu Mia, die hat bestimmt ein paar. Drinks. Was trinkst? Dinge, die ich nicht wissen wollte. Ach Mir so. auch nicht.
Jetzt können wir, aber jetzt wissen wir, wenn sie sich beschwert, dass sie unsere Folgen guckt und das nicht nur so sagt. Genau. Vor allem das Schöne ist, es kam nicht von mir. Nein, von mir auch nicht. Also ich bin total unschuldig. Hallo. Ich bin klein, ja. Lieb und schüchtern. Wir haben nur das Bild im Kopf. Ja, wir haben nur Bilder. Manche Bilder möchte man einfach nicht. Wow. Haben wir schon so. Hast du schon Karotten angesät? Ja. Dann lege ich nochmal rüber. Fliegt bestimmt jetzt gleich nochmal rüber, weil ich dann nochmal was brauche. Das kann passieren. Aber ist ja nicht schlimm. So, und ich schaue mir jetzt noch den letzten an. Das ist wie in der letzten Folge, wo wir dann erstmal, ups, was für ein Rezept wir da haben, gesehen haben. Also. Geht der Fruchtding auch mit Melonen? So. Früchte haben wir noch keine, ne? Doch, die Büsche. An dem alten Eingang, Kellereingang. Sonst nur das, was du hochgezüchtet hast. Auch nicht, oder noch nicht. Ja, aber das glaube ich haben wir noch nicht angepflanzt. Hallo. Ne, ich glaube nur Melonen sind angepflanzt. Melonen, Kürbis, ja, jetzt Kartoffeln. Hab ich gesehen. So. Karotten. Ernsthaft, hier arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Ich will eine Gehaltserhöhung. Pff. Ich buddel mich hier seit 20 Blöcken, glaube ich, durch Black Grenade. Also. Nicht witzig. Nee, die gehen nicht. Mist. Oh, okay. Aber ich glaube, der Black Grenade ist zu Ende. Sagte er und fand eine neue. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Achso, wir haben ja noch ein Lager. Das vergesse ich immer. Guck doch mal ins Lager. Warum erinnerst du mich nicht dran, dass wir ein Lager haben? Ja, mein Lager. Wer hat das denn gebaut? Ohrschneider. Okay. Sagen, hättest du es selber gebaut, dann. Nein, ich war der Kreator der Schmelze daneben. Richtig. So, schauen wir mal, ob das klappt. Noch mehr Crack-Diamanten. So, okay. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal Animal Traps. Jetzt gehen mir die Sticks aus. Ich gehe am Stock. Dann hol dir doch von der Baumfarm mal Setzlinge und mach einfach mal ein paar Stacks. Hey, das wird ein Let's Flieg. Let's Flieg. Wohin fliegen wir denn? Ja, einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Das sind komische Orte, die kenne ich nicht, da will ich nicht hin. Ja, ihr könnt wenigstens fliegen. Ja, du kannst dir gerne einen eigenen bauen. Nee, danke. Ja, da werden sich auch Samstag viele drüber gefreut haben, glaube ich. Ich glaube, wir daten morgen schon den Server ab. Meinst du, damit sie die Zeit haben, sich die Jetpacks auch bauen zu können oder richtig. Wissen, was sie dafür farmen müssen? Ich sehe schon, irgendwann spielen wir dann wieder alleine auf dem Server. Weil keiner mehr mit uns spielen mag. Ja. So, Brutus, ich komm mal zu dir. Verunstalte wegen deiner Umgebung. Okay. Tag, ich mach das mal hier hinten. Weil du bist ja gerade wegen als Junkloader da. Gut. Was auch immer du vorhast. Ich
stelle jetzt erstmal 3 Stück auf. Das muss reichen. So. Da kommen jetzt rein Veggie. Da kommen jetzt rein Grain. Da kommen jetzt rein Fruit. Aluminium. So. Muss ich nur hoffen, dass es auch funktioniert. Also wie gesagt, zu mir wurde gesagt, ich muss es in RD1 bauen. Das ist funktioniert. Können wir dann mal gucken, ob es dann später auch geht. So, was kann ich denn noch Schönes machen? Ach genau, ich kann mir mein Bienenhäuschen schnappen. Da habe ich doch mal eine kleine Idee. Noch eine kleine Idee? Eine kleine Idee. Wo habe ich denn ein Apiary? Das ist ein Bienenhaus, das will ich nicht. Animal Trap, okay. Was wird da drin gefangen? Rat mal. Was wäre logisch? Ja, Monster oder was? Oder was für Tiere haben wir denn hier? Ja, es wird Reh, Hase, Lamm, Kuh, aha. Schwein. Okay. Knochen, Leder. Wir haben jedes, Hasen? Jedes macht da irgendwas anders, aber wie gesagt, ja. Ach, die Hasen kommen erst mit 1,8. Und ja, aber Rehe? Das Fleisch gibt's schon da drin. Ach so. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das ist, ob das so richtig ist. Wir werden sehen. Die kenne ich aber auch noch nicht. Also auf dem anderen Server haben wir sie schon drauf, auf dem Testserver. Da haben wir sie, glaube ich, so eingebaut. Hatte ich nur gesehen, aber das Ding war nach oben hin halt offen, also in der Erde drin. Genau, so habe ich es ja auch gemacht. Oh, Saphir. So, bevor ich jetzt nochmal hin und her fliege und die mich langsam bekloppt halten. So, und zwar, ich brauche jetzt mal bitte eine Pristine. Mann, ey, inzwischen sammelt man hier echt mehr Erze ein als Steine. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich habe jetzt 22 Diamantuhr. Oh. Armes Nuck-Nuck. Ja. Ja. Aber ich habe die Hälfte geschafft. Bin fast da. Einem richtig leid. Frames. Es sind keine drin. Dann baue ich mir nachher eine Bling-Bling-Kette, wenn ich da bin. Was brauchst du dir? Eine Bling-Bling-Kette. Irgendwas, was aus Diamanten das blinkt. Und das hänge ich mir um den Hals. Aha. Also ich kann dir sagen, was danach blinkt. Dein mein Kopf. Kopf. Mein Kopf, weil du deine Fliegenklatsche kriegst, oder was? Richtig. So, was wollte ich denn? Wir brauchen noch ein Zepter. Wer das Zepter hat, ist König. Und ein Knobelbecher. Und Würfel. Und dann können wir auch meiern. Haben wir schon. Also ich glaube, bei Ding ist einiges drin. Bei, wie heißt's? Weiß ich nicht. Ja. Kommando Bimmele. Mir fällt sich ein. Dekocraft? Genau. Aber da kann man nicht mit würfeln, oder? Nee. Du wirst siehste? Auch mit den anderen Mods nicht würfeln können. Doch, wir brauchen einen Mod, der würfelt. Eine noch schlafen, weil sonst sehen die im LP nur noch dunkle Bäume. Dunkle Bäume. Dunkle Bäume. Rohrschneider, das ist ja scheißegal. Bei mir ist ja auch alles dunkel, also. Ja, du hast es dir ausgesucht. Warum soll es dir denn besser gehen als mir? Das geht so gar nicht. So, nein. Uhu, ich bin auf unter 1000 Blöcke. Juhu, ich habe keine Ahnung, wo unsere Frames sind, die ich uns geholt habe. Du hast uns was für Frames geholt? Ja, müssten doch die Frames sein, oder bin ich jetzt besoffen? Bienensachen und so, das ist, glaube ich, alles so, noch das in ist den unten, Kisten. Stimmt, ja. Das haben wir in die Kisten noch geräumt. In die Kisten, bei an die Wand. Bei an die Wand. Ja, mir fällt jetzt kein Name für diesen Platz ein. Bei dem Baumzuchtgerät
Teil, Wiese, whatever, Pack, Ding. Na, bei Dings da halt. Dings da. Dings da. Es ist groß und hat, naja, da Flügelchen vorne und ist gelb und schwarz. Richtig. Nein. Ja. Wobei unsere ist blau. Typische Erklärung halt, ja? So, gehst da vorne rechts um die Ecke, siehst du schon. Okay. Ja, jetzt können wir nochmal gucken, ob das schon hilft oder ob ich da nochmal eine Schicht drüber ziehen muss. So, oder? Die Fassade wäre, glaube ich, soweit fertig. Ah! Protus hat eine Filmkulisse gebaut. Ja. Cool. Was für Protus Manitou? Ja, genau. Das ist dann die Ponta Rosa. Huch! Irgendwas hat hier Pling gemacht. Ja, ich habe einen Modifier bekommen von meiner Axt. Ey. Baust du wieder ab? Bringen die nix, oder was? Nee, ich baue es nochmal. Noch eine Reihe rum. Er sagt zu mir, beim Erdeabbauen vorsichtig sein. Aber nee. Ja, ich benutze auch. Jetzt benutzt dann Werkzeug. Ich benutze die ganze Zeit schon die Schaufel. Ich benutze bei der Erde nur noch die Schaufel. Okay. Du wirst nichts mehr anders erleben von mir, dass ich keine Schaufel benutze. Die sind nämlich echt garstig, die Dinger. Ich bin ja auch eine Lebensmüde. So, weswegen bin ich jetzt hier hingelaufen? Was wollte ich holen? Ich hab's vergessen. Vielleicht fällt's mir wieder ein. So. Wir schauen mal bei dem Bienchen wieder vorbei. Momentan ein schönes Hin- und Herlatschen. Wir haben hier keine Fackel mehr, doch da. Gerade sagen, ihr habt keine Fackeln mehr, das kann ja gar nicht. Du musst mal rausfinden, Rohrschneider, für was die Schmetterlinge eigentlich noch gut sind. So, ja, die Schmetterlinge kannst du auch züchten und die kannst du, die bringen dir dann, glaube ich, mehr Pollen, damit du dann besser Bäume züchten kannst oder so, irgendwie so. Ach so, okay. Also. Irgendwie so meine ich, mich dran erinnern zu können, dass das so war. Also. Plagt mich nicht, wenn es jetzt komplett Blödsinn war, was ich gesagt habe, aber ich meine, so war das. Und was wir uns auch mal demnächst kümmern müssen, ist um die Blumenzucht. Blumenzucht? Ja, es gibt auch noch eine Blumenzucht in dem Mod. Haben wir noch nicht genug Blümchen? Naja, es gibt noch mehr. Dann gibt's auch mehr Farben. Ich glaube, der hat 255 Farben drin. Au! Ach, ich bin ja wieder an dieser scheiß Blume vorbeigelatscht. 12 Sekunden drehen noch Schaden. Ich habe jetzt echt vergessen, was ich holen wollte. Okay. Das ist schön. Dann geht's aber dir wie uns auch. Ja. Wir vergessen auch einfach mal was. Ja. So. Ich renn hier seit 10 Minuten rum und versuche mich dran zu erinnern, was ich bauen wollte. Mir fällt es nicht mehr ein. Mir fällt das nicht mehr ein, okay. Hast du nicht irgendwas von Brauerei erwähnt? Das war ja, nachdem du mir gesagt hast, Bäckerei, gestorben. Ach so. Ja. Eine Hose. Einen Helm. Schüchchen. So. Dann brauche ich noch einen Stand. Ein Brewing Stand. Den stelle ich mal hier hin. Dann legt das schon mal rein. Momentan haben wir ja noch nicht genügend. Kann er mal gucken, was der schon rausgehauen hat. 36 Stück und gleich wieder weg. Reicht auf jeden Fall noch nicht für einen Anzug. Da bin ich mir sicher. Da brauchst du noch einen Bienenanzug basteln? Ja, bin ich auch noch dabei, ja. Oh, Silke, wisst. Die Hose, die Schuhe.
Und die Mütze habe ich schon. Ah, fehlt dir quasi nur noch das, nur noch die Hemd. Die Hemd, ja. Und es, glaube ich, kann doch reichen. Wir haben noch Silky Wisp im System gehabt. 5 Stück habe ich. 3 sind, glaube ich, noch im System. Dann müsste es theoretisch reichen. Juhu, wir haben unseren Apiarist. Nichts mehr gestochen werden, wenn ich an die Bienen will. So, sehr schön. Hat geklappt. Das haben wir schon mal hingekriegt. Buddel Kannst du schon schneller. mal schauen, ob da in diesem Trap-Ding jetzt was drin ist? So, Ich guck mal, ja. Brauche ich nicht wieder hinrennen. Ich nicht. Eine Feder. Eine Feder? Ja. Gut, dann komme ich mal, weil dann kann ich das mal zeigen. Also es gibt, wie gesagt, 3 Arten. In der Wiki steht genau drin, was es ist. Muss ich, werde ich mir mal fürs nächste Mal notieren. Dass ich euch das auch sagen kann. Ah, genau. Und zwar, Veggie heißt alles, was diejenigen vegetarisch essen. Nicht, was wir, dass wir vegetarisch essen, weil hier können auch Fleisch rauskommen. Ich glaube, bei Veggie kann auch dabei rauskommen Venom. Moment, ich muss mal bei Harvest Kraft reingucken. Nicht, dass ich zu viele Schrott erzähle. Auf jeden Fall, ich weiß, dass es Hase gibt. Das ist mir auf jeden Fall noch sicher. Schauen wir mal unter Raw nach. Was es nicht alles unter Raw gibt. Genau, hier. Raw Turkey, Raw Rabbit und Raw Venison. Und Venison ist definitiv ein Wild. Also normalerweise ein Wild. Reh. Turkey ist auch klar, ist ein Truthahn. Und Rabbit ist Ja. ein Häschen. Also unser Restaurant wird auf jeden Fall sehr fleischhaltig. Und ihr seht hier, das ist alles noch Fisch. Fleisch ist gesund. Ja. Ja. In Maßen und nicht in Massen. So wie es ich mache. Ach so. Echt jetzt? Ja. Ach Mann. So. Das heißt, wenn ich mich gesünder ernähren will, dann muss ich weniger Fleisch essen? Eigentlich ja. Lassen Sie mich kurz überlegen. Nein. Also ein So. bisschen, also ein schönes Stück Fleisch gehört schon mal zum Essen dazu. Also Ja, aber wenn man sich's überlegt, die muss jetzt nicht täglich, Ja, aber genau, das meine ich ja. Du kannst ja Fleisch essen, aber das Problem ist halt, das tägliche Fleischfressen gab's ja früher nicht. nee. ja, zumindest nicht bei dem niedrigeren Volk. Auch nicht beim höheren Volk, was so viele Jäger haben die gar nicht gehabt. So, aber ihr seht gerade, wir haben eine Common Forest und eine Forest Cabin. Das heißt, die packe ich jetzt wieder rein, die zwei. Die da und Forest Cabin. Und wenn wir jetzt Glück haben, kommt es dann eine reine Cabin raus. Das heißt, wir haben dann unsere erste Biene, mit der wir weiter züchten können. Weil mit dem müssen wir natürlich auch mal langsam anfangen. Ich suche mir immer die schönen Sachen raus, wie Agricraft, Blumen züchten, Bienen züchten. Gott sei Dank macht Baum züchten er. Ja, ich Unser mach Baum züchten. Tunnelbohrer. Ja, komm, ich bin jetzt schon bei 820 Blöcken. Das ist sehr schön. Das heißt, du wirst in der nächsten Folge fertig. Ja, vielleicht in deiner, also in deiner, weil in meiner mache ich ja was anderes. Also. Glaube ich. Also ich war bei ihm Träger und bei mir ist bin ich selber der Träger. Richtig. Ich kann Weil mich er sich selber im Tunnel rumtragen. verkriecht. Ja, du, ich muss ja immer so schwere Sachen machen. So. Pimp mal eben kurz den Pulverizer. Das dauert ja nicht lange. Ja, kann ich denn ahnen, dass das Nur mal Rezept so eben scheiße kurz. schwer geworden ist? Du hast sie eingefügt. Also einfügen, Ja, ich habe sie angeguckt eingefügt. Ich und habe sie ein. wohlwissentlich einfach nur kopiert. Ja, aber du hast es getan.
ohne sie dich vorher anzugucken. Ja, ich bin eine Lebensmüde. Hallo? Aber jetzt wissen wir, also wenn von den beiden was kommt, dann Erstmal gucken. So, und ihr seht gerade, das ist meine Arbeit von gestern noch. Wir haben hier mal ein bisschen Crushed hergestellt. Die Kiste ist bald voll, die Doppelkiste. Und dadurch, dass der Pulverizer jetzt auch arbeitet, können wir da drüben also auch irgendwas arbeiten lassen. Oh. Ja. Und warum ist der falsch eingestellt, weil der Rohrschneider heißt? Ich hab den noch gar nicht eingestellt. Was war das denn jetzt hier? Ich hab den nur gepimpt. Was? Bist du gerade in die Luft geflogen? Nö. Ich hab einen Zombie geschlachtet, auf einmal kommt da so ein kleines Kriechtier raus. Ja. Willkommen bei Gravestone. Das war sein Kopf. Au! Ich hab ihn sterben sehen. Die Leute auch. Hallo. Name by Zombie. Ist das trotzdem der Kopf gewesen? Nee. Dann steht was ganz Komisches dort. Wo ist denn jetzt mein Grabstein? Ja. Ach da. Das sind das andere. Oh, eine hässliche Grabplatte. Steht ja da noch nicht mal mein Name drauf. Schau mal, wir haben unser erstes Reh und unser erstes Hühnchen. Ich sag das so einfach. Gucken Sie doch mal. Von und zu, Fotos. Ja, ich muss erstmal mich sortieren. Ich sortiere mal die Creeper da hinten weg. Die zwei. Ich hab extra gesagt, leuchte aus. Aha, okay. Ja, ich hab ja schon ein bisschen ausgeleuchtet noch. Wollt auch nicht hören. Offensichtlich nicht genug. Wenn ich hören will, muss fühlen. Muss sterben. Gut, aber so. Die Folgenlänge ist schon wieder. Ich hab Modifier auf meinem Hammer, irre. Sehr schön. Bau mir mal einen Silk Touch. Bau mir mal einen Silk Touch. Und was kommt aus dem blöden Skelett dann raus? Dasselbe. Grün. Da kommt dann auch irgendwann ein Kopf. Nee, dasselbe in weiß. Stimmt. Ja. Entschuldigung, Leute, dass ich gerade weggelaufen bin. Brodo sucht die immer. Ich finde immer keinen. So, jetzt muss ich noch schnell Silk Touch bauen. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber nö. Ja, dann habe ich auch Silk Touch. Dann hast du noch was richtig Cooles gemacht. Aha. Du meinst, ja. Ich war hier nur blöd rumgestanden oder was, du Arsch mit Ohren? weiß ich ja nicht, bin ja nicht da. Kann ich ja nicht kontrollieren. Weißt du? So, erzählt, Lied auf dem Liegestuhl und schlürft Cocktails oder so. Ich bin fertig. Und du? Ich habe jetzt noch ganz genau 743 Meter. Bis okay, aber das werden wir nicht mehr in der Folge erleben. Nein. Denn die Folge ist hiermit beendet. Und dann sehen wir uns wieder beim Rohrschneider seiner Folge oder wieder bei meiner. Ja, je nachdem. Jo. Ja, und gleich sehen wir, wie Brodus das zweite Mal stirbt. Nein, ich flüchte erstmal. Ja, weglaufen ist immer gut. Bei mir fallen die immer so um. Gut, aber ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, weil ich gehe jetzt in mein Bettchen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.